Ich bin ja, was viele von euch da draußen nicht wissen, ich bin ja ein Veterane. Ich war ja sehr lange beim Militär und ich war auch schon in Krisengebiete. Und erst letztens passiert, ich habe mir gedacht, komm, guckst du dir doch nochmal Battlefield an, Battlefield 42. Ja, und da habe ich gemerkt, nee, ist immer nur Scheiße, ist Schrott. Wieso verkaufen die so eine Kacke? Und das waren für mich schlimme Erfahrungen, wirklich schlimme Erfahrungen, ne? Die Waffe nach vorne richten, vergewissern, dass niemand hinter ihnen steht und abdrücken. Das ist schon der Moment, wo ich alles falsch machen würde. Ich würde es hinbekommen, die Waffe falsch rum zu machen, halt, ne? Also umzudrehen. Und ich würde das hinbekommen, irgendwie in die falsche Richtung zu schießen. Und dann triffst die Omi. Die Omi, die gerade in Lidl gehen wollte. Nee, ich möchte keine Waffen. Versuchen, das Ziel Aber zu ein treffen. Waffeleisen. Oh, ich glaube, so sollte das nicht passieren. Wenn Nee. die explodiert, sind wir tot. Das hier ist einfach. Waffe entsichern und abdrücken. Hey du Lauch, dein Dienst ist noch nicht zu Ende. Diese Granate kann explodieren. Splint ziehen, bis 10 zählen und weit wegwerfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, die kann scheinbar nicht explodieren. Nimm die. Ja, das bin ich. Das ist eine Verkörperung von mir, ne? Also ich weiß nicht. Das Schlimmste, ich hatte mal wirklich einen Traum und da sollte ich bei einer Übung, sollte ich eine Granate werfen. Und ihr kennt das ja, wenn man so Schweißausbrüche hat, ne? Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wegen der Arbeit irgendwas zeichnen muss, ein Bauwerk konstruieren muss und sowas, da hat man ja auch schon Stress, ne? Aber bei mir, mein Stress ist, was passiert, wenn ich die Granate falsch werfe? Was passiert, wenn ich die Granate nicht weit genug werfe? Was passiert, wenn ich die Granate gar nicht werfe, ne? Sowas ist in meinem Kopf, ne? Dir einfach eine Nab-Nab-Nab-Nab-Nab-Nu, du hast sie noch in der Hand. Hä? Oh, ja, war! Das hier ist einfach. Hochklettern und auf der anderen Seite wieder Da spart runterspringen. man sich aber eine Operation, ne? Ich wusste es, wir hätten keine Bioseile nehmen sollen. Einfach so, wie wir es in der Theorie gelernt haben. Reingehen, nachladen und auf das Ziel schießen. Oh, da war wohl noch eine Schraube locker. Okay, wir haben. Aber wenigstens schießt hier der Panzer. Ich will mal einfach deutsche Militärtechnik sehen, die funktioniert. Ne? Will ich einfach mal sehen. Irgendwas Deutsches, ne? Also man könnte mit der G36C könnte man eher, ja, seine Haare kämmen durch, ne? Die glänzt ja eigentlich sehr schön, ne? Aber so wirklich, ja, kennt ihr ja, wenn man auf Wish zum Beispiel Produkte bestellt, die sind so scheiße. Für die eigentliche Funktion, aber die benutzt man dann für andere Dinge. Ja, so ist es halt auch bei der Bundeswehr, ne? Mein neues Seil. Versuchen Sie es noch einmal. Hochklettern und auf der anderen Seite runterspringen. Entschuldigung, ich habe heute nur 2 Stunden geschlafen. Hätte ich mich doch heute einfach nur krank gemeldet. Das hier ist die Schießübung für fortgeschrittene Anfänger. Waffe auf das Ziel richten und versuchen zu treffen. Das stimmt nie. Das ist gelogen. Das soll man mal wirklich einer zeigen. Das soll man einer zeigen, dass die G36 schießt. Das will ich sehen. Das ist mir scheißegal, selbst wenn ich dafür auf einem anderen Planeten reisen muss. Ich will das aber sehen. Nee, das will ich jetzt sehen. Ich kenne das, ne? Ich weiß, das funktioniert nicht. Das ist gelogen. Und das sind halt wieder die Fake News, ne? Sowas wird dann verbreitet und dann wird dann gesagt, hier, das G36C hat hier und da ein paar Ladehemmungen, aber sonst funktioniert die Waffe. Ja. Und alle glauben es, ne? Ja, na, das ist Oh auch schon mein zu Gott, viel. das ist ja schlimmer als bei Robin Hood und seine Helden in Strumpfhosen. Willkommen zum Ey, Flugtraining. Ihr hab ich fliegt gerne einmal die an. angegebene Route ab und landet dann wieder sicher hier. Hallo. Hallo, Pilot am Tower. Hören Sie mich überhaupt? Ich glaube, ich habe mich verflogen. Ich bräuchte mal die Koordinaten von meinem aktuellen Standpunkt. Dann sagen wieder alle UFOs. UFOs. Heute üben wir das Eintreten von Türen, genauso wie ihr es im Unterricht gelernt habt, sofern jemand von euch aufgepasst hat. Ja, also. Ich habe aber, ich muss dazu sagen, ich habe von Bethesda die Minispiele gespielt, wie man Türen öffnet. Und ich habe wirklich alles schon durch, ne? Ich habe wirklich jedes Spiel durch. Und also wenn man
irgendwann auf die Idee kommt, Starfield zu spielen. Und da muss man Türen öffnen. Wisst ihr, dann habt ihr wirklich, also dann seid ihr, ne, könnt ihr in Oxford eigentlich studieren gehen, ne, wenn ihr das schafft. Also ich krieg's auf, glaub mir. Und dafür brauche ich nichts, was explodieren kann. Ich krieg's auf. Gib mir irgendwas, was aussieht wie ein Dietrich oder so. Oder was aussieht wie Technik. Ich krieg es auf. Wie angekündigt findet heute zu Übungszwecken der 5-Kilometer-Marsch statt und wo ist Soldat Akam? Melden Sie bitte Oberst Kock, Akam ist krank, danke. 5-Kilometer-Marsch ohne Auto, ich bin doch nicht bescheuert. Ey, jo. Das hier ist eine Übungslandmine zu Übungszwecken. Heute lernen wir, wie man die richtig eingräbt. Ja, sieht gut aus. Alpha-Team an Hauptquartier, schicken Sie uns bitte sofort Unterstützung. Wir brauchen Ihr Hubschrauber, Kampfjet, Chuck Norris, Panzerfäuste. Wir werden überrannt. Die Minen, die Sie uns geschickt haben, funktionieren nicht. Männer? Gut, ja, die Liste war jetzt sehr lang, aber man hätte uns einfach sagen können, ja, Carsten Stahl, ne, und Olaf Scholz. Zugentführung gerufen. Die Verbrecher sind bewaffnet und haben Waffen. Es gibt nach unserer ersten Kenntnis keine Geiseln. Deswegen habt ihr volle Schussfreigabe. What the name am Abbo? Ja, das sind die ersten drei Geiseln. Wo sind denn die Fallschirme? Fallschirme? Die Dinger, mit denen man langsamer zu Boden fällt, wenn man zu Boden fällt? Oh. Oh. Okay, Männer, viel Erfolg! Ich sichere den Zug von drin. Ich komme mit und gebe dir Rückendeckung. Ich bleib hier und sichere den Cock-Lock. Zug von oben. Das ist ein Bravo Team Name Edith, von... sind bereit, die Gleisen zu sprengen. Ich mag Züge. Körperteil von mir. Hä? Wie jetzt? Ja. Ihr habt bei dieser Übung alle total versagt. Deswegen gibt es heute kein Abendessen. Wir werden diese Übung nächste Woche wiederholen. Oh Menno, warum denn? Ey, ich schlaf gerade hier, hier ist schön dunkel und ich will meine Ruhe haben. Und nee, das, der Job ist auch nichts für mich. Ne? Das, also wenn man wirklich an dem Punkt ist, mit Paluden zusammen, dann sollte man wirklich sagen, der Job ist nichts für ihn. Ne? Also... Ja, also das ist ja das größte, beste Argument, ne? Dass man sagen kann, okay, der Job ist doch nichts für mich, wenn man tot ist. Das hier ist ein Mörser. Die Mörsergranate oben rein und dann sofort zur Seite gehen. Aber, ja, aber wie rum? Das Ding ist falsch rum. Oh. Die Granate ist zu groß. Der nächste Laura-Soldat, bitte. Unterschätzen Sie nicht den Rückstoß dieser Waffe. Ah, gibt's keinen Rückstoß. Feuer frei. Ich wusste, dass das passiert, wenn wir Waffen von EA kaufen, ohne den Waffenkleben zusammen DLC. Ja. Das hier ist ein leichtes MG, das kann schießen. Sie müssen nichts weiter tun als... Obwohl, bei der Warhammer-Serie muss man sagen, im zweiten Teil fing das, glaube ich, an, da musste man Blut kaufen. Ja, da gab es dann halt ein Paket für 2 Euro oder 3 Euro, da konntest du Blut kaufen. Ne? Also da gibt es so einige... Ne? Ich sage ja nur, Obsidian zum Beispiel bei Oblivion, ne? Eine Rüstung 5 Euro, naja, ich weiß ja nicht, ob das so ganz gerecht ist. Ich weiß, Inflation und alle, wir müssen jetzt alle mit Preisen, höheren Preisen rechnen, aber was? Jetzt den Abzug zu betätigen. Hey du Kartoffelkock, komm zurück, dein Dienst hat gerade erst angefangen. Das hat er, da gehe ich mich beschweren. Mehr Proteine stehen. Ich bin keine Kartoffel. Diese Uzi ist eine Waffe, damit kann man schießen. Feuer frei. Test bestanden, der ist tot. Willkommen zum Scharfschützen-Übungstraining für professionelle Anfänger. Sie müssen einfach nur das Ziel treffen. Auch ihr, auch. Heute üben Japaner. Ganz ehrlich, auch der Soldat würde von mir eine Rose bekommen. Der ist für irgendwas zu gebrauchen im Krieg, ne? Also, der sollte ein eigenes Lager bekommen, wo der keinen schaden kann, ne? Ja, weiß ich nicht. Aber für irgendwas kann man... Man muss den einfach nur andersrum hinstellen, ne? Dass er nie auf uns schießt, sondern auf die Gegner dann. Also, den kann man für irgendwas gebrauchen. Wenn dann ist es halt nur Kanonenfutter, ne? Hierher zurück. Ich frag mich langsam echt, wo Soldat Schlecker lecker bleibt. Oh, was kommt? Kann euch echt empfehlen. Schlaf keine 2 Stunden nur und trink danach Energy. Ey, das killt. Oh, ich muss danach echt pennen, ey. Puh, die letzten Tage immer nur 2 Stunden gepennt. Es tut mir leid und ich merke das auch in meinen eigenen Videos.
Ah, scheiße. Wildunfall. AC Atomkopf, was meinen Sie mit Wildunfall? Sie sitzen in den Panzer. Was haben Sie denn angefahren? Ein Elefant? Nein, ein Fisch. Ey. Hetze mal. Okay, könnten Sie mir erklären, was mit Soldat Kockbeleuchtung passiert ist? Jawohl, das kann ich, Herr Oberstgeneralsbefehlshabender Feldwebel. Würden Sie mir dann bitte auch mal berichten, was passiert ist? Ach so. Nein, kann ich nicht. Ach so. Sie wollen es jetzt sofort wissen. Ja, das liegt an seiner Waffe. Er hat so hier gemacht. Boah. Okay, so schwer ist das nicht. Einfach geradeaus nach vorne schießen. Ja, aber das fängt doch schon wieder an. Wo ist geradeaus? Wo ist vorne? So, das sind schon wieder zwei tricky Fragen. Für ihn ist geradeaus was anderes als für mich. Ne? Die werden echt Spaß mit uns haben. Das, was du in der Hand hast, ist eine Granate. Die kann explodieren. Splint ziehen und die Granate weit wegwerfen. Geh mal weg da, das kann ich besser. Das ist aber Cheaten. Das ist Cheaten. Houston, bitte melden. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber die beschmeißen uns mit Handgranaten. Noch ein paar mehr von eurer Sorte und wir können sogar den vierten Weltkrieg gewinnen. In dieser Übung tun sie so, als wäre diese Stadt vollkommen überflutet. Ihr Ziel ist es, über die Dächer zum Evakuierungspunkt zu gelangen. Fangen Sie an. Aber das ist das erste Mal eine Übung, da würde ich glaube glänzen, ne? Ich habe Minecraft Adventure Map gespielt, ne? Also da würde ich wirklich glänzen. Das könnte ich richtig gut. Ich habe auch Spider-Man gespielt. Oh ja, das ist glaube ich nicht gut. Das ist eine Handgranate, die kann explodieren, wenn sie explodiert. Die Handgranate weit wegwerfen. Nochmal. Moment, die kann explodieren, wenn sie explodiert. Oh. Hab ich nie verstanden, musst du mir nochmal erklären. Was weit wegwerfen? Du hast die Handgranate ja noch in der Hand. Hätte ich die Granate loslassen sollen? Ja. Ach so. Das, was sie in der Hand halten, ist ein Granatwerfer. Jetzt müssen sie die Granate nicht mehr selber werfen. Ihnen ist aber klar, dass sie die Waffe noch entsichern müssen, oder? Ja, das weiß ich. Ich hab's nur vergessen. Kann ja mal passieren. Notiz an mich selber, bevor wir in den Krieg gehen mit unserer Ausrüstung, alle Waffen auf Day One Patch prüfen. Dieser Granatenwerfer kann Granaten werfen, die explodieren. Fangen Sie an. Oh, niemand hat nur, das ist nicht gut. Heiliger Befruchtungsofen, nächstes Mal schmeißen Sie am besten den Granatwerfer. Das Problem ist heutzutage, ne, die ganzen Day One Patches, die beheben halt nie das, um das Spielegefühl besser zu machen, ne? Also von daher, du musst da nie nur auf den Day One Patch heutzutage hoffen, du musst auf den Day, weiß ich nicht, 400 Patch warten. Dann könnte es vielleicht langsam funktionieren mit der Stabilität und sowas, mit der Serverstabilität, ne, und mit der Grafik, ne? Also, dann sind sie fast fertig mit der Entwicklung. Das hier ist ein Mörser, der kann mörsern. Die Granate oben rein und sofort die Hände weg. Okay, wenn wir nächstes Mal Waffen von EA kaufen, müssen wir sicherstellen, dass wir auch den Waffen funktionieren richtig, DLC mit dazu kaufen. Okay, Soldat Mixer-Wixer, ich frage Sie nur einmal, was ist hier passiert? Sie haben gesagt, bei dieser Übung sollen wir Munition sparen, also habe ich mein Messer benutzt. Das hier ist eine Granate, die kann verschwinden. Mein Großvater hat immer gesagt, meine Generation wird es niemals bis zur Rente schaffen. Er hat recht. Ach, was soll dann meine Generation schaffen, sagen, ne? Also bitte. Was soll denn da bitte meine Generation sorgen? Ich bin froh, wenn ich das bis zum Kühlschrank schaffe. Das ist für mich schon ein Erfolg. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die Spieleindustrie, ich habe sie durchschaut. Ne? Ich dachte immer so, das liegt dran, weil die Investoren ein bisschen Druck machen, sagen, ey komm, scheiß drauf, einfach das Spiel mit einem geilen Trailer hypen, versucht das Spiel einfach dahin zu klatschen und so früh wie möglich rausbringen. Die Leute werden es eh vorbestellen, aber und so weiter und so fort, ne, Geld verdienen und sowas. Aber nee, die haben sich das abgeguckt, das ist eine Taktik. Die haben sich das von unserer Militärausrüstung abgeguckt. Die Leute haben eh schon eine schlechte Erwartung. Ja, also, wenn man zum Bund geht, da ist es ja auch schon so, dass man sagt, ja,
funktioniert nichts, man muss Socken auf Amazon kaufen. Na, und da kann man ja aber nichts falsch machen, wisst ihr? Und das denken sich so die Spielentwickler. Ja gut, unsere Spieler haben eh eine übel schlechte Erwartung, also wir können ja eh nichts falsch machen. Das ist der wahre Grund, nicht die Investoren, nicht das Geld. Nicht die Renditen, nee. Jetzt weiß ich's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich wirklich scheiße müde bin, wirklich mega müde bin. Ich sollte vielleicht mal die nächsten Tage ein bisschen mehr schlafen als nur 2 Stunden oder vielleicht nur 1 Stunde. Wäre vielleicht besser, sieht man mir auch bestimmt gar nicht an. Ich hoffe, euch hat's gefallen, guckt das Originalvideo an, lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da, lasst Abos da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.